Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK mit unserem Hansi. Und ja, heute ohne Cam. Heute, liebe Leute, mal ohne Facecam. Wir waren dabei, hier irgendwie wieder an unseren Loot zu kommen. Boah, das spiegelt gerade voll. Warum spiegelt das so? Liebe Leute. Ich hätte gerne mal eure Expertise, was das Format angeht. Und zwar wäre es mir persönlich ganz recht, Let's Plays zukünftig. Ich habe doch gerade das Tischen gehört. Let's Plays zukünftig ohne Facecam aufzunehmen. Da tue ich mir ganz einfach ein bisschen einfacher. War das blendet? Was für mich einfach angenehm ist auf Dauer, wenn ich jetzt hier länger am PC sitzt. Lystosaurus. So einen haben wir auch noch nicht. Parasaurus-Kacke. So, ist der Riesentyp da jetzt noch da? Der unsere ganzen Maritonen gekillt hat? Ja klar, oder? Ist das der? Ist das der dort? Schande. Das ist der, ne? Kann man den zähmen? Kriegen wir den gezähmt? Solche brauchen wir. Ah, der Trost. Ah. Das sind meine letzten Begleiter, ne? Wo ist er denn da hinten? Was schreckt mich? Geht hier. Oh, Amelis. So ein aggressives Sackgesicht. Ich will den gerade ein bisschen umgehen. Ich will unseren eigentlichen Loot wieder haben. Nur wenn es geht, Petra. Oh, der schaut schon geil aus. Leute, mich ist klar, bei den Streams wird es immer die Facecam geben, ja. Aber mir wäre es echt recht und da würde ich jetzt... Findet ihr das sehr, sehr schlimm, wenn wir hier zukünftig ohne Kamera aufnehmen? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, gebt mir mal eure Meinung dazu. Musst du da jetzt mitgehen mit mir? Kannst du bitte umdrehen? Was ist da? Da habe ich gerade was gesehen. Da ist doch was von uns, ne? Da ist der eine Dilfo. Oh, was war das? Oh no. 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 Seht ihr hier irgendwo Petra? Oh no, oh no, oh no, 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 da ist unser Loot. Ich komme nicht hin. Oh, die sind schnell. Fuck. Ich bin gleich wieder down. Das kannst du vergessen. Na, Leute, das müssen wir vergessen. Okay. Fuck. Wir kommen nicht mehr an unser Zeugs. Schon wieder. Mann.
Schon wieder alles verloren. Ah, Mann, schon wieder alles verloren. Fuck. Ich bin jetzt echt ein bisschen überfragt, ne? Holz, Fasern, Metallbahn. Wir haben kein Holz. Erstmal. Fleisch haben wir jetzt langsam auch nicht mehr wirklich viel, ne? Das gibt's doch echt nicht. Wir brauchen Holz. Geh du mal Holz sammeln jetzt hier. Okay, das kann man alles wieder neu aufbauen. Was? Nur 6 Holz? Macht man so, geht schneller. Ich dachte jetzt irgendwie, dass er der Holzfarmer ist. Ja, da freut er sich, ne? Da freust du dich. So, komm mit. Okay, wir müssen uns wieder komplett aufbauen jetzt. Und das ist bitter. Und die Frage ist, machen wir was anders? Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Irgendwer hat mir mal irgendwas von einer Insel in die Kommentare geschrieben. Ich bin schon fast so weit, dass ich sage, okay, ich suche diese Insel. Um es mir einfach zu erleichtern. Komm her. Wenigstens trägt er das ganze Zeug für uns, ne? Wenn wir uns jetzt mal eine ordentliche Basis aufbauen würden. Da bin ich auch nicht so zufrieden mit dieser Basis. Wie, du bist überlastet. Eh. Lauft er uns noch nach? Können wir da noch irgendwas abnehmen? Komm her. Jetzt bin ich überlastet, aber du nicht mehr. Passt. Aber zusammen sind wir überlastet. Arg! Dammit! Okay. Das brauche ich momentan nicht, ne? Da haben wir genug davon, von der Kohle. So, geht's jetzt? Geht immer noch nicht. Aber der ist doch noch nicht überlastet. Nur mit mir drauf. Bin ich so fett? Entschuldigung, bin ich so schwer? Die Basis hier ist mir mittlerweile ein bisschen ein Dorn im Auge. Ja. Ich überlege, ob ich mich da oben irgendwo aufbauen soll. So, komm her da. Fleisch wollten wir uns braten. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Das ist so bitter. Da. Wir brauchen eine Armbrust, ne? Metallbahn, Fasern, Holz. Fasern, hier. Rein da, Armbrust. Metall.
Die hier. Dann haben wir noch Leder. Ja. Ich möchte trotzdem wieder gern die Lederrüstung. Wo gab's die? Fasern. Haben tun wir ja momentan alles, ne? Eigentlich. Was habe ich jetzt gebaut? Ah, ich bin... Irgendwann ist bei mir einfach immer der Punkt da, wo ich gerade ein bisschen resigniere. Was kann man eigentlich in die Nebenhand packen? So, Stoff braucht man echt nicht. So. Nee, so. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Aufgrund dieser ganzen Sterbensgeschichte und einfach nicht vorankommen. Wir brauchen viel Narkosemittel, wir brauchen wieder Pfeile. Pfeile gingen aus Stroh, Feuerstein, Stroh und Fasern, glaube ich, oder? Auch Fasern? Pfeile, Fasern, jawohl. Fasern müssten wir hier jetzt noch übrig haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dafür geht das Nachbauen jetzt hier schon ein bisschen schneller. Ihr seht, ich bin schon geübt dran, unser Equipment wieder nachzucraften. So und so. Das braucht man nicht. Die Sichel mache ich dabei mal nicht. Wir brauchen da große Mittel. So. Fehlen uns die Beeren, ne? Haben wir keine mehr. Bin ich gerade so extrem überlastet? Wahrscheinlich schon. So, komm, wir machen die paar Pfeile noch schnell fertig. I können wir das dabei anlegen. Die Handschuhe. Dann haben wir das auch. Gott, bin ich durch den Wind. Das legen wir hier rein. Was sind das für Eier? Parasaurus und Dilo-Ei. No! Was war denn das jetzt wieder, Marito? Was zum Teufel war das jetzt wieder? So. Du, gibst mir mal ein bisschen Holz. Narkobären. Das war zu viel Holz. Geh runter. Hier haben wir Fleisch. Was habe ich jetzt getan? Ist mein Fleisch? Achso, unten. Wir wissen jetzt, wo Eisen und wo es Kristalle gibt, ne? Das wissen wir. Was haben wir jetzt hier noch an Baumaterial? Narkosemittel. Bärenfarmen tut ja eher, ne? Er farmt die Bären, glaube ich, ganz gut. Ja. Mit ihm sammeln wir jetzt hier mal Narkobären. Damit wir uns wieder Narkosepfeile herstellen können. Wir müssen jetzt alles wieder neu aufziehen. Jetzt wieder langsamer. So. Fasern hauen wir
Fasern hat er gar nicht, aber das Stroh, komm. Weg mit dem Stroh. Das braucht man gerade echt nicht. Und Stroh kriegt er eher genug. Narkobären. Wie blöd steigt der eigentlich immer ab, ne? Wo war das? Medikamente. Peter, lass das Mikrofon in Ruhe. Was, nur 16? Wieso kann der nur 16 herstellen? 5 Narkobären pro Stück. Oh mein Gott. F. Ist heute jetzt nicht die spannendste Folge. Ich weiß. Tut mir leid, Leute. Ihr habt jetzt schon oft gesehen, wie ich hier immer wieder Tintobeeren-Samen. Wie ich das jetzt hier schon alles des Öfteren immer wieder dasselbe mache. Weil ich einfach... Nee, falsche Richtung. Weil ich einfach ein Hirsch bin. Geht nichts mehr rein, ne? Legen wir es dabei hier rein. Gehört es halt auch nicht rein, aber ist mir jetzt egal. Holz. Gehen wir hier rein. Das ist ein Level Up. So. Ich will ihn hier mal ein bisschen was wegnehmen. Ein bisschen freikriegen, damit wir ihm so Baumaterialzeug reingeben können. Wir bauen uns jetzt eine Basis. Peter, lass mich. Entschuldigung, meine Katze Peter geht mir gerade am Nerv. So, für die Holz, die kosten Fasern, Holz und Stroh. Gut, das heißt, wir nehmen jetzt mal Holz uns fehlt's an Fasern, ne? Habe ich hier noch welche? Nein. Ich will gleich ein bisschen Zeug mitnehmen, ne? So, wir laden unsere Armbrust mal. Kommst mit. Und zwar würde ich die später unten alles abreißen und mir dafür hier oben was aufbauen. Vielleicht sogar ein bisschen weiter drüben. Er ist eh noch da, ja. Hier so. Hier haben wir einen schönen Ausblick. Wir haben trotzdem nicht weit zum Wasser. In der Map, wir sind halt... Wir sind halt trotzdem weit ab vom Schuss, ne? Aber komm, ich will mir jetzt mal ein ordentliches Anwesen bauen. Irgendwann müssen wir damit anfangen. Irgendwann müssen wir damit anfangen. So. Wie, das war nur eine? Hatten wir nicht mehr? Ich dachte, das wären 4. Ach du Schande. Hey Marito, was ist los mit dir? Also, ich brauche ein paar Fasern. Ja, hätte man doch vielleicht noch eine Sichel machen sollen, ne? Aber hier wird unser neues Domizil werden. Der Grundstein ist gelegt.
Da bauen wir jetzt ein paar Folgen lang uns eine ordentliche Hütte hin. Ich muss jetzt ein bisschen ab, ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung. Wenn ich jetzt weiter hier immer nur sterbe und sterbe und sterbe und einfach nicht vorankomme im Spiel, dann neige ich nämlich dazu, die Lust am Spiel zu verlieren, und das mag ich nicht, weil ich finde das Spiel echt mega. So. Wie? Nur eine? Die sind echt teuer. Die sind richtig, richtig teuer. Denn alleine das Häusle soll mal 3x3 werden, habe ich mir so überlegt. Ja? Was hat er denn? Das Haus alleine soll 3x3 werden. Brrr, sagt er. Sind wieder zwei Plattformen. Ah, hat er gekackt, ne? Oder? Größer? Ja, wir können ja dann noch eine Außenanlage rundherum bauen. Ich möchte auch dann irgendwie so Art kleines Vorbauen. Sprich einfach, dass wir uns rundherum eine Mauer ziehen mit dem Tor, wo unsere Dinos dann auch geschützt sind. So. Komm, Drezi. Kannst mich noch tragen? Ja. Doch, 3x3 passt fürs Haus. An sich, oder? Ist das zu klein? Ich weiß es jetzt. Ich habe gerade echt kein Gefühl dafür. Ich habe gerade echt kein Gefühl dafür, ob das zu klein oder zu groß wird. Na, zu groß kann es nicht werden. Es gibt nie ein zu groß, ne? Das Gebäude unten werde ich später abreißen. Oder werden wir gemeinsam abreißen. Alles, was dort ist. Werkbank und so. Alles, was wir haben, was geht, nehmen wir mit natürlich. Und wenn wir außenrum eine Veranda bauen, so im Western-Stil, dann hätten wir 5x5, ne? Nee, Blödsinn. Doch. Und jetzt hier noch einmal rundherum, dann haben wir 5x5. Da draußen können wir auch was hinstellen. Kann ich das jetzt dann nicht mehr sammeln, oder wie? Doch. So. So machen wir das. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mache den Boden hier schnell fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiterbauen an unserer neuen Basis. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ciao, Baba, euer Marito.